Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute zum Sonntag schauen wir wieder gemeinsam auf die Liebe und heute ist wieder der Wunschpartnerblick dran, wo wir gemeinsam schauen. Welche Gedanken hat denn dein Wunschpartner? Welche Gefühle hat denn dein Wunschpartner? Wie ist denn das Verhalten des Wunschpartners bzw. die nächsten Schritte? Ein Wunschpartner kann jemand sein, mit dem du bereits in einer Verbindung bist, mit dem du in einer Beziehung bist, mit dem du in einer Ehe bist, mit dem du gerade nicht zusammen bist. Es kann jemand sein, wo du dir wünschst, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Oder es kann ganz einfach sein, auch wenn du Single bist, dass du hier für jemanden schaust, der noch in dein Leben kommt. Alles das ist möglich. Also schau hier bitte auf deine Situation. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel, meine Lieben. Es kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Dann wisst ihr Bescheid. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der Gedankenebene an. Welche Gedanken hat denn dein Wunschpartner und welche Gedanken hat er denn auch über dich? So, dann haben wir hier die Flitterwochen. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Dann habe ich hier die Dame. Dann habe ich hier das Buch. Dann habe ich hier die vier der Schwerter. Dann habe ich hier die sieben der Schwerter. Und dann habe ich hier Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Also, euer Wunschpartner hat in Gedanken, mit dir schöne Stunden zu verbringen, eine schöne Zeit zu verbringen, einfach die Zeit mit dir zusammen zu genießen. Das kann in Form eines Ausfluges sein, das kann in Form eines Urlaubes sein, das kann in Form einer Reise sein, wie auch immer. Auf jeden Fall möchte er hier mit dir in ruhigere Gewässer schippern und mit dem Mond auch hier tiefe Gefühle leben und die Gefühle hier ins Fließen bringen. Mit dir romantische Stunden verbringen und wie gesagt, einfach die Zeit mit dir genießen und Romantik leben, Gefühle leben, Emotionen leben. Also, ich habe hier auch viel Geborgenheit in dieser Karte, viel Umarmungen, viel Zärtlichkeit. Und ich habe hier so einfach ein Zusammensein, nur zu zweit, ohne dass irgendjemand von außen einwirkt, einfach eine schöne Zeit miteinander verbringen. Vielleicht fahrt ihr ja auch mal an den See oder ans Meer und ja, lasst einfach die Wellen auf euch einwirken und seid einfach zusammen. Also das kriege ich hier ganz, ganz stark, dass das in den Gedanken des Wunschpartners ist, dass er hier sich Zeit mit euch wünscht. Dann habe ich hier die Dame und das Buch. Also, jetzt habe ich hier zwei Szenarien. Es könnte sein, dass sich der Wunschpartner Gedanken darüber macht, dass du noch Geheimnisse hast vor ihm, die er nicht kennt, die er nicht weiß. Und wo er sich Gedanken macht, was könnte denn das sein? Spricht sie alles aus, was sie denkt? Also in dem Fall, ich habe zwar jetzt sie gesagt, aber es kann hier natürlich auch ein Mann sein. Also switcht euch das bitte um, ne? Also es geht hier darum, dass du eventuell Geheimnisse haben könntest, worüber sich der Wunschpartner Gedanken macht. Er macht sich auch Gedanken darüber, was könnte denn das sein? Was verbirgt sie denn noch vor mir? Was ist denn noch unausgesprochen? Was darf denn noch ans Licht kommen?
Das andere Szenario ist, dass dein Wunschpartner hier noch Geheimnisse hat und sich Gedanken darüber macht, wie du auf diese Geheimnisse reagieren könntest. Also hier liegt auf jeden Fall noch etwas im Verborgenen, entweder bei dir oder bei deinem Wunschpartner oder bei euch beiden. Na? Und das könnte durchaus sein, wenn ihr hier mal ruhige Stunden zusammen habt, dass das dann ans Licht kommt, dass das hier geäußert wird. Na? Also das kann alles Mögliche sein. Themen aus der Vergangenheit, Themen, die euch betreffen, Themen, die die Liebe betreffen. Themen, die eure Seele, euer Herz betreffen, alles Mögliche. Also das zeigt es mir hier gerade nicht an. Aber könnte durchaus sein, dass es hier um Themen der Heilung geht, weil die Vier der Schwerter spricht davon, in die Stille zu gehen, sich Zeit zu nehmen, um zu heilen. Na? Und diese Heilung braucht es, denn sonst stiehlt man sich hier wieder davon oder versteckt sich vor diesen Geheimnissen, was durchaus auch etwas mit dem Fühlen zu tun haben kann. Na? Ein anderes Szenario ist, dass du alleine verreist, paar Tage wegfährst, in Urlaub fährst, etc. und dass sich dein Gegenüber Gedanken macht, warum du denn alleine wegfährst, warum du denn ohne ihn wegfährst, was denn da passieren könnte in der Zeit und dass du dich danach einfach verabschieden könntest, davonstehlen könntest und dich nicht mehr blicken lässt. Also es ist ja oft so, was ich denke und tue, traue ich anderen zu. Wenn es hier um einen Wunschpartner geht, der schon oft Ghosting betrieben hat und sich hier dann ein paar Wochen nicht mehr gemeldet hat, von heute auf morgen einfach Kontakt abgebrochen hat, dann sind das natürlich auch seine Ängste, dass du das mal machen könntest, ne? Also wie gesagt, es kann hier sein, dass der Wunschpartner Angst hat, wenn du hier alleine verreist, dass du dann einfach dich abwendest und dich gar nicht mehr meldest, ne? Und dass du hier auch ein Geheimnis draus machst aus dieser Reise, ne? Oder wie gesagt, es geht um eure gemeinsame Reise und es geht darum, sich hier Geheimnisse zu offenbaren, die auch mit Heilung zu tun haben und die auch damit zu tun haben, dass man sich früher immer versteckt hat vor den Auseinandersetzungen, versteckt hat vor Gesprächen, davor versteckt hat, wie man sich denn ja, aus der Affäre ziehen kann, dass man sich hier nicht erklären muss. Und das ist ein bisschen so hier eine kindliche Rolle. Also das kann durchaus mit Themen aus der Kindheit zusammenhängen, dass man sich hier lieber versteckt, verschanzt hat, um sich ja nicht hier erklären zu müssen. Um hier ja nicht entdeckt zu werden, ertappt zu werden. Und hier scheut jemand die Auseinandersetzung. Hier scheut jemand die Diskussion, hier scheut jemand die Gespräche. Und das darf jetzt in Ruhe in Heilung kommen. Vielleicht fahrt ihr auch ein paar Tage zusammen weg und geht zusammen in die Stille und in die Heilung. Und dann können diese Gespräche hier, die sich hier um Geheimnisse drehen, auch offenbart werden. Ne? Dass hier nicht wieder dieser Rückzug kommt. Dass hier nicht mehr dieses Ghosting kommt. Dass es hier nicht mehr dazu kommt, dass man sich einfach davon stiehlt, nur weil man sich hier nicht erklären möchte. Na? Und mit den Zwillingsseelen ist es deinem Wunschpartner ganz klar, dass ihr miteinander ein ganz starkes Band habt. Na? Eure Leidenschaft ist entflammt. Also es ist ihm bewusst in Gedanken, im Kopf, dass ihr hier zusammengehört und er möchte mit dir schöne Stunden zusammen verbringen. Und hier die Ekstase mit dir leben
und Gefühle mit dir leben, Emotionen mit dir leben und hier in die Romantik gehen, ne? Aber wie gesagt, hier gibt es noch Geheimnisse, entweder bei dir, bei deinem Gegenüber oder bei euch beiden. Das ist ja immer oft ein Spiegelthema. Ihr könnt auch gemeinsam in die Stille und in die Ruhe gehen und dann, wenn es Zeit ist, darüber sprechen. Denn hier verbindet euch ein ganz starkes Band und das ist ihm durchaus bewusst und es ist ihm auch durchaus bewusst, wie er sich immer in der Vergangenheit verhalten hat und dass es auch mit inneren Kindthemen zu tun hat. Na? Und das darf hier jetzt in Heilung gehen. Na? So, dann schauen wir gleich mal, was denn so die Gefühle deines Wunschpartners machen. Und dann habe ich hier Verspieltheit. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Dann haben wir hier die Würfel, das Schiff, den König der Kelche, die Vier der Münzen, das Ass der Kelche und auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Also, dein Wunschpartner möchte im Herzen mit dir eine leichte Verbindung leben. Eine Verbindung mit Romantik, mit Gefühlen, mit viel Lachen. Eine unbeschwerte Verbindung, dass hier wieder Leichtigkeit reinkommt bei euch beiden auf der Herzebene. Ne? Also, dass ihr wieder miteinander flirtet, dass ihr wieder miteinander lacht, dass ihr ja verspielt seid miteinander, dass ihr euch gegenseitig neckt und dass es euch Freude bereitet, wenn ihr euch seht und wenn ihr miteinander Kontakt habt. Auf der Herzebene wird sich dafür entschieden, ein Risiko einzugehen und mit dir stabil in die Zukunft zu schippern. Ne? Also hier auf der Herzebene ist es ganz klar, die Würfel sind gefallen, die Würfel sind dafür gefallen, mit dir in die Zukunft zu reisen. Es kann auch hier eine Reise angezeigt sein, weil wir hier zweimal die Reisekarte haben. Es kann auch sein, wenn das stimmt, dass du alleine wegfährst, dass hier so ein unruhiges, ungutes Gefühl mit den Würfeln angezeigt wird durch diese Reise. Ja? Aber es ist sich auf jeden Fall. Kann es sein, dass sich hier für eine Reise entschieden wird, ihr zusammen? Oder es zeigt halt hier eure Lebensreise zusammen an, dass hier ein Risiko eingegangen wird, dass jemand sagt, okay, jetzt bin ich so weit auf der Herzebene. Wenn vielleicht jemand noch in einer anderen Partnerschaft ist und sich hier getrennt hat, ist es natürlich auch ein Risiko, dann hier in eine neue Verbindung zu gehen und sich hier etwas Neues aufzubauen. Ne? Aber die Würfel sind gefallen, also es geht hier auf jeden Fall stabil in die Zukunft. Und das sehe ich ja auch hier, dass dein Wunschpartner mit gefülltem Kelch auf dich zukommen möchte. Mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Komplimenten, vielleicht ist ja auch eine Entschuldigung drin, je nachdem, was hier passiert ist. Und mit den Worten, ich möchte weiter an unserer Verbindung festhalten. Diese Verbindung ist wie ein Schatz für mich, den möchte ich weiter behüten und an die möchte ich weiter festhalten. Ich möchte an uns festhalten. Ich möchte an unserer Liebe festhalten. Denn es gibt hier neue Chancen und Möglichkeiten. Auf Liebe, auf Flirt, auf Erfüllung, auf Glück, auf Harmonie, auf Geborgenheit, auf Wärme. Na? Das alles, was hier in eurer Schatzkiste drin ist oder was auch in der Schatzkiste deines Gegenübers drin ist und was hier lange, lange zugehalten wurde, was hier lange, lange nicht offenbart wurde, wird jetzt hier mit dem Ast der Kelche repräsentiert. Hier hat dein Wunschpartner ja schon den Kelch in der Hand und möchte diesen Kelch mit dir gemeinsam füllen und aus diesem Kelch mit dir gemeinsam trinken. Also, in Hinsicht auf deinen Wunschpartner
hat da so ein bisschen ein flaues Gefühl auf dem Herzen, aber die Entscheidung ist gefallen. Auch wenn es ein Risiko für ihn ist, für deinen Wunschpartner, sieht es der Wunschpartner doch so, dass mit dir die Zukunft einfach das ist, was er möchte und woran er festhalten möchte. Und er möchte mit dir die Zukunft gestalten, dass ihr viel lacht, dass ihr diese romantische Liebe, dieses romantische Miteinander, dieses romantische Flirten nie verliert und dass das wiederkommt, falls es verloren gegangen ist. Ne? Also, es ist auch ein bisschen eine jugendliche Energie, die hier mitschwingt, egal in welchem Alter ihr seid. Aber es ist so ein, wenn ihr irgendwo einen Spielplatz seht, dass ihr euch auch mal gemeinsam auf die Schaukel setzt oder das sind so ganz, ganz kleine Dinge, die man als Kind gern gemacht hat, die könnt ihr auch zusammen machen. Also ich sehe da viel Gemeinsamkeiten bei euch. Na? Und das Risiko wird eingegangen, die Entscheidung wird getroffen, dass es hier vorangeht und dass es vor allem in Herzensdingen vorangeht, in der Liebe vorangeht und dass ihr gemeinsam hier daran festhalten möchtet. Das wünscht sich dein Wunschpartner ganz, ganz sehr auf dem Herzen. Denn er möchte mit dir, wie schon das Schiff anzeigt, in die Zukunft gehen. Dass diese Verbindung hier auf ewig ist mit euch beiden. Dass es hier eine Lebensverbindung ist, eine Lebenspartnerschaft ist. Dass diese Liebe ewig hält. Dass euch auf dem Herzen dieses Band ewig verbindet. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Hier geht es auch um eine Verbindung auf Augenhöhe, wo Ausgleich da ist, wo jeder auch mal seine Meinung sagen darf, wo der andere aber nicht unbedingt sich gleich angegriffen fühlt, sondern den anderen aussprechen lässt, reden lässt, das auch vielleicht erst mal sacken lässt, einen Tag, und sich dann dazu äußert. Na? Also, wir können ja nie in das Gegenüber reinschauen, in den Kopf reinschauen. Und selbst wenn alles geäußert wird, sind es trotzdem keine 100%. Ihr wisst nicht, ihr steckt nicht in den Körper des anderen. Ne? Also, geht immer davon aus, der andere ist ein guter Mensch, hat ein gutes Herz und irgendwo ist da Licht drin, das raus möchte. Na, egal, was hier passiert ist, na, ich sag immer, Vergebung bedeutet nie Einverständnis mit der Tat. Und wenn hier Sachen passiert sind, wo du sagst, ah, das war so mies, dann liegt es an dir, ob du das loslassen kannst und hier ihr nochmal in die Verspieltheit geht oder ob du sagst, no way, dafür bin ich mir zu schade, dafür. Ich liebe diesen Menschen vielleicht noch, aber ich liebe mich mehr. Ne? Also auf jeden Fall ist dein Wunschpartner dazu bereit, auf dich zuzukommen, an dieser Verbindung festzuhalten und mit dir diese Liebe zu leben und auch in die Zukunft zu bringen. Also hier wird sich direkt dafür entschieden, diese Liebe in die Zukunft zu bringen und zwar auf ewig. Also die Wunschpartner, die sich hier entscheiden, wer hier in Resonanz ist, das ist eine Verbindung, die ist von Dauer. Na? Also dessen solltet ihr euch bewusst sein. Das ist eine Verbindung, die ist von Dauer. Du siehst in ihm das Licht und er sieht in dir das Licht. Und ihr seht euch beide auf der Herzebene ganz klar und ihr seht, wie groß euer Herz ist und wie groß eure Verbindung ist. Und ja, also dein Wunschpartner hat nur einen Wunsch, nämlich mit dir diese Verbindung zu leben. Und zwar, bis ihr hier euer Licht nach oben schickt. Ne? Also hier macht sich jemand auf den Weg und möchte eine wunderschöne Zeit mit dir verbringen. So, dann schauen wir hier mal, was denn die nächsten Schritte, was das denn, was ist, was,
was denn das Verhalten deines Wunschpartners ist. Und dann habe ich hier Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Dann habe ich hier die Lupe. Dann habe ich hier den Reiter. Dann habe ich hier die Vögel. Und dann haben wir den Teufel und den König der Kelche. Und Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Also, in den nächsten Schritten im Verhalten deines Wunschpartners geht es darum, mit dir zu sprechen. Und zwar über eure Gefühle, über eure Emotionen, vielleicht auch über das, was zwischen euch war. Hier geht es sehr viel um Ehrlichkeit und Loyalität, um alles auszusprechen, was euch bewegt, was euch nicht passt, was euch nicht gefällt, aber auch das, was schön ist, auch das, was mehr werden darf. Also hier darf alles ausgesprochen werden und ohne den anderen anzugreifen. Sprecht über eure Gefühle. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Wunschpartner? Und ohne Schuldzuweisungen, weil das bringt gar nichts, da macht nämlich das Gegenüber zu. Also bleib bei dir und sag, wie du dich fühlst in gewissen Situationen und was du dir wünschst, was deine Werte und Bedürfnisse sind. Und genauso darf das der Gegenüber auch tun. Ja? Und dann kommt Klarheit rein, dann kann man hier eine gemeinsame Basis finden, ne, auf der man hier aufbauen kann. Und wenn man weiß, wie der andere reagiert oder gestrickt ist oder welche Situationen heikel sind, dann kann man da auch ganz, ganz anders reagieren, ne? Und hier wird genau alles unter die Lupe genommen. Hier wird genau geprüft, welche Worte wähle ich denn. Hier wird genau geprüft, wann schreibe ich denn hier eine Nachricht, wann bitte ich denn hier um Kontakt, wann entstehen denn hier Treffen. Mache ich das über E-Mail, über WhatsApp, über Telefon? Ne? Also hier ist ganz, ganz viel Kommunikation angezeigt in den nächsten Schritten. Auch Kommunikation, die ein bisschen aufgeregt macht, die vielleicht ein bisschen Chaos bringt, die vielleicht auch mit anderen Menschen zu tun hat, wo es vielleicht auch um Gespräche geht, die mit der Familie, mit den Eltern zu tun haben, wo nochmal unter die Lupe genommen wird, bei deinem Wunschpartner, wie verhalte ich mich denn in Gesprächen, in Auseinandersetzungen, in Diskussionen? Wo kommt denn diese Prägung her? Kommt denn diese Prägung vielleicht sogar von meinen Eltern, weil mir das nicht beigebracht wurde, wie ich vernünftig und ehrlich mit jemand spreche? Na? Das kann durchaus auch Teil dieser Gespräche sein, dieser Kommunikation sein, weil ich das ja hier sehe, dass hier eine kindliche Energie ist, die sich immer davon schleichen, davon stehlen wollte, weil hier die Diskussion, die Auseinandersetzung gescheut wurde, sich vor anderen zu erklären, war immer in der Vergangenheit sehr, sehr schwierig. Also man war da richtig ängstlich. Und hier wird genau geprüft, welche Worte wähle ich denn? Wie stelle ich es denn an, hier eine Kommunikation zustande zu bringen? Na? Und in diesen Gesprächen geht es auch darum, wie sehr war man denn gebunden? Also der Teufel ist ja, wir wissen alle, eine nicht so tolle Karte. Hier geht es um Gebundenheit, um Süchte, um ja, Verhaltensweisen, die ungesund sind. Aber wenn ihr euch diese Teufelkarte mal genau anschaut, dann hat es hier jemand endlich geschafft, dieses Feuer zu durchbrechen und in diesem Feuer eine Blume entdeckt. Und das ist praktisch in jedem Schatten, den wir anerkennen, steckt auch ein Geschenk, nämlich ein Geschenk für euch selbst. Na? Also wenn ihr diesen Schatten, diese Gebundenheit, diese Sucht, was es auch immer ist hier bei dem Wunschpartner, ich sehe, dass ihr
stark an sich gearbeitet wird oder wurde und dass hier endlich diese Fesseln abgelegt wurden und man kann hier endlich erkennen, warum ist denn das so? Warum verhalte ich mich denn so? Warum ist es denn so in meinem Leben passiert? Und diese Blume ist wie ein Geschenk. Und wenn endlich dieser Schatten angeschaut wird und angenommen wird, dann wird er nämlich kleiner. Je mehr man ihn weghaben will und wegstoßen will, je mehr Macht hat er und je größer wird er. Ne? Also hier ist jemand, der sich mit seinen Schattenanteilen, mit seinen Süchten, das kann eine stoffgebundene Sucht sein, das kann eine Spielsucht sein, das kann eine Sexsucht sein, das kann einfach eine Gebundenheit an die Familie sein, an die Herkunftsfamilie, das kann an eine Gebundenheit an schlechten Glaubenssätzen sein, das kann eine Gebundenheit an schlimmen Situationen sein, die in der Vergangenheit passiert sind, wodurch natürlich auch Süchte entstehen können. Also hier schaut jemand hin. Hier schaut jemand auf seine dunklen Seiten und erkennt dahinter aber etwas Schönes. Also hinter dieser dunklen Seite hat sich etwas Schönes versteckt, was wieder ans Licht möchte. Na? Dafür darf man erstmal durchs Feuer gehen. Dafür darf man erstmal genau hinschauen, um diese Schönheit dieser Feuerblume zu entdecken. Na? Diese Blume schenkt Wärme, diese Blume schenkt Geborgenheit, diese Blume schenkt Licht. Wenn man hier erstmal dieses Feuer umgangen hat oder Durchgang. Oder man ist durchgegangen, ne? Dann kann man hier erkennen und es wird einem bewusst werden, wie man damit umgeht, wie man das integriert, damit dieses Feuer nicht zu einem Flächenbrand wird. Worum es hier eigentlich geht, warum das überhaupt da ist, ne? Und es ist ja eine richtige Erkenntnis, es ist hier eine richtige Bewusstwerdung, ne? Und diese Blume, wenn man diese Blume einmal gefunden hat, dann gehen in die ganzen dunklen Anteile, in die ganzen Schattenanteile kommt hier Licht rein, ne? Also hier ist jemand wirklich am Arbeiten. Hier macht sich jemand Gedanken. Und weiß auch von diesen Anteilen, die der Teufel mitbringt. Also es ist diesem Wunschpartner ist es durchaus bewusst, was hier im Argen liegt und er beschäftigt sich auch damit. Ne? Und darum geht es auch in diesen Gesprächen. Ne? Also hier wird ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz loyal gesprochen und hier werden die Fakten auf den Tisch gelegt. Ne? Es kann hier durchaus sein, dass es hier auch mit der Familie zu tun hat. Warum man sich so verhält, warum man so gebunden ist oder warum es hier Süchte gibt in jeglicher Hinsicht, das kann alles in diesen Gesprächen stattfinden. Ne? Und wenn das angeschaut wird und bearbeitet wird, und was ich hier ja sehe, hier ist jemand durchs Feuer gegangen, weil er auf der Herzebene sieht, dass du eine ganz besondere Person bist, für die es sich lohnt, hier durchs Feuer zu gehen, durch den eigenen Schmerz zu gehen, durch den eigenen Schatten zu gehen, um in die Heilung zu gehen. Und das ist dann der Preis, den dein Wunschpartner erhält, nämlich der König der Kelche. Na? Wir haben hier auch durch den Ritter der Kelche, der hier auf dich zukommt, der dann zum König der Kelche wird. Das kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Wie gesagt, versteift euch nicht auf die Sternzeichen. Aber das ist hier der Gewinn, wenn hier durchs Feuer gegangen wird, der König der Kelche. Diese Person setzt sich auf seinen Thron, hat seinen Kelch mit Selbstwert und Selbstliebe gefüllt, ist in den Emotionen, ist in den Gefühlen, ist in der Romantik, in der Geborgenheit und kann diese auch weitergeben. Na? Bringt hier den gefüllten Kelch mit. Na?
Also es ist eine sehr, sehr schöne Energie. Also es lag ja hier schon oft, dass ich gesagt habe, der Wunschpartner darf tun, darf sich um seine Themen kümmern. Also hier ist jemand voll dabei. Hier ist jemand voll dabei und wird dir davon berichten, wird dir davon erzählen. Und diesmal gibt es einen Hauptgewinn, ne? Es ist ja auch wichtig, dass der Wunschpartner erstmal in seine Erdung kommt, in seine Selbstliebe kommt, in seinen Selbstwert kommt, damit man hier diesen Kelch füllen kann, um dann mit jemand anders anzustoßen, ne? Denn wenn hier kein Selbstwert und keine Selbstliebe ist, wie will man das denn jemand anders dann schenken? Wenn man sich selbst nicht liebt, wie will man denn dann die Liebe an jemand anders geben? Das geht nicht. Also es ist hier wichtig, dass das erst passiert. Und es passiert hier. Und es passiert hier mit dem Reiter schnell. Wir wissen, der Reiter ist eine schnelle Karte. Na? Also. Es gibt hier Gespräche darüber, dass dein Wunschpartner sich ja auf den Weg gemacht hat, durchs Feuer gegangen ist und hier endlich Licht am Ende des Tunnels sieht. Ne? Und auch in sich selber den Selbstwert und die Selbstliebe erkennt. Und dann darf es sich manifestieren. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Ganz wunderbar. Das ist hier der Gewinn, das ist hier der Hauptgewinn. Hier wird der Schatten angeschaut, hier wird durchs Feuer gegangen, auch für dich mit. Und dann kommt hier endlich die Liebe rein. Dann kommen hier endlich Gefühle rein, dann kommen hier endlich Emotionen rein. Also ganz, ganz wunderbar. Hier wird sich das manifestieren, was sich dieser Wunschpartner wünscht. Na? Vielleicht auch das, was ihr euch gemeinsam wünscht, ihr Lieben. Na? Hier ist endlich jemand am Arbeiten, auch wenn es lange gedauert hat. Hier gibt es viele schöne Gespräche darüber, auch Gespräche, die ans Herz gehen, wo auch mal Tränen fließen können. Aber Tränen sind immer Heilung, meine Lieben, immer. Und es gibt ja auch positive Tränen, ja? Wenn man so lange gewartet hat. Und hier dann endlich sieht, dass es hier vorangeht, dass es hier um die Heilung geht, dann dürfen auch mal Tränen fließen. So, dann schauen wir nochmal unter das Kartendeck, dann habe ich hier Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Also die Karte hat man jetzt ganz oft. Also, wie gesagt, hier auf der Herzebene ist es ja schon, dass jemand auf dich zukommt und dich um Entschuldigung bittet und dass hier hinten diese dunklen Wolken von der Sonne überschattet werden. Na? Also, es liegt an euch, ob ihr diese Entschuldigung, diese Versöhnung annehmt, aber hier ist wirklich jemand bereit dazu. Und hier kommt auch jemand mit der Versöhnung erst, wenn man hier an sich gearbeitet hat. Ne? Und das soll sich hier manifestieren, das soll sich hier verankern, diese Verbindung. Also das ist doch wirklich der Wunsch dieses Menschen, der hier liegt, mit dir eine stabile, sichere Verbindung, Partnerschaft zu gehen. Und hier habe ich nochmal die Siegeskarte. Also es geht hier erfolgreich voran. Hier hat jemand sein Leben im Griff und geht hier voran und geht hier durchs Feuer und erkennt endlich sein Licht und nicht nur den Schatten. Und dann habe ich hier nochmal Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Was soll ich denn mehr sagen, meine Lieben? Also es geht hier wirklich, wirklich stabil nach vorn. Und hier ist jemand, der arbeitet an sich. Ich finde das wirklich sehr schön. Ich hoffe, ihr seid alle in dieser Reisegruppe. Ja. Ich hoffe, das resoniert für viele, dass hier der Wunschpartner am Arbeiten ist und ja, hier durchs Feuer geht für diese Liebe. Na? Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein, Überfülle. Also wir haben hier ganz, ganz wundervolle Karten, meine Lieben. Da würde ich sagen, ich schaue mal nochmal bei euch. Wie sieht es denn bei euch so aus? Ja, wenn hier dieser Wunschpartner auf dem Weg ist oder er ist schon da und ihr kriegt auch diese Heilung hier mit. Hier oben haben wir ja auch nochmal die Heilung liegen. Wie seid ihr denn gerade so aufgestellt? Ups.
komm im hohen Bogen raus. Okay. Im hohen Bogen fliegen hier die Karten raus. Okay. Also, ich habe hier die 7 der Münzen, dann habe ich hier die 8 der Kelche und dann habe ich hier den Mond. Also, es kann sein, dass jetzt endlich die Zeit ist, hier zu ernten, auf das du so lange gewartet hast. Na, dass es jetzt an der Zeit ist, dass es sich für dich manifestiert, was du möchtest. Aber es kann auch für viele sein, dass es dir zu lange gedauert hat. Dass es dir einfach zu lange gedauert hat und dass du sagst, für mich ist es jetzt zu spät. Na, ich mache mich hier jetzt auf, um nicht nur die 8 Kelche zu haben, sondern ich möchte die 10 Kelche haben. Ja? Also es kann durchaus sein, dass du hier ewig gewartet hast und für dich entschlossen hast, okay, mir reicht's jetzt. Und dass du sagst, es ist einfach zu spät, ich mache mich hier auf den Weg der 10 Kelche. Ja? Und dass du dich auch auf den Weg machst, hier in die Tiefe zu schauen, in die Tiefe deines Herzens, in die Tiefe deiner Seele und auch deine Schattenthemen anschaust, deine Schattenanteile anschaust. Ne? Also es muss ja nicht unbedingt ein Abwenden vom Wunschpartner sein. Es kann durchaus sein, dass wenn das hier geschieht, worauf du so lange gewartet hast, na, also ich kriege hier eine Ewigkeit rein, na, dass sich ja endlich diese Früchte als reif herausstellen und dass ja endlich etwas Neues kreiert und auf die Erde gebracht wird. Kann es sein, wenn du schon so lange auf die Liebe gewartet hast, dass sich für dich auch Themen auftun, die mit Trauer und Verlust einhergehen, die auch damit einhergehen, sich diese Themen nochmal anzuschauen und zu schauen, wo hängt es denn bei mir noch? Wo ist denn vielleicht noch eine Verlustangst? Wo ist denn noch eine Angst, verletzt zu werden? Wo ist denn noch eine Angst, verlassen zu werden? Das kriege ich ja ganz stark rein. Dass es eigentlich ein Thema von dir ist und dass sich das nicht auf deinen Wunschpartner bezieht. Ne? Dass es hier Themen gibt, wo du Angst hast, zurückgelassen zu werden, verlassen zu werden, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden. Und das gilt es hier mit dem Mond anzuschauen. Und hier spiegelt sich was. Also ihr spiegelt euch sehr. Ihr spiegelt euch sehr, sehr eure Themen. Ne? Und hier gilt es wirklich darum, in die Tiefe zu gehen, in dein Herz und in deine Seele zu schauen, wo sind denn meine Schattenanteile? Wo sind denn meine dunklen Flecken? Und dahin zu schauen und dahin zu fühlen, um hier auch für dich diese Rose, dieses Licht zu erkennen, hier durchzugehen. Und Heilung reinzubringen. Ne? Der Mond kann auch für Fische oder Krebs stehen. Und also hier geht es auch darum, zu fühlen, ins Gefühl zu kommen wieder, hier nicht dicht zu machen, weil es hier in der Vergangenheit Themen bei dir gab, wo du vielleicht auch in der Kindheit verletzt wurdest und enttäuscht wurdest und dadurch hier eine Bindungsangst hast. Ja? Und durch dieses Spiegeln kommen immer wieder diese Ängste hoch,
diese Verlustängste, diese Verlassensängste, ne, diese Traurigkeit, dieses Nicht-Vertrauen können vielleicht auch. Ne? Und dass du vielleicht dadurch, durch dieses Verhalten, diese Menschen wegschiebst und wegstößt. Aber es ist wie gesagt ein Spiegelthema von euch. Ne? Also hier gilt es auch für dich. Ne? Also diese untere Seite könnte auch für dich stehen. Ne? Also wenn dein Wunschpartner zum Beispiel hier dieses Video schaut auf dich, dann steht die, ja diese Karten stehen ja dann hier für dich. Also es ist immer wie wenn du in den Spiegel schaust. Wenn du hier reinschaust, kannst du auch was für dich mitnehmen. Das ist immer ganz wichtig, ne? Nicht nur auf den anderen schauen, weil ich hier sehr viel Spiegelung habe, ne? Bei euch beiden. Also schau auch auf deine Sachen, auf deine Traurigkeit, die in dir ist, die möchte angeschaut werden, auf deine Verletzlichkeit. Ha? Und hier, wenn das hier kommt, dann sprich ehrlich, sprich loyal und öffne dich. Sag, was dich verletzt. Sag, wie feinfühlig du bist, wie sensibel du bist. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Und das bringt euch nach vorn. Das bringt euch so nach vorn und in die Manifestation. Das glaubt ihr gar nicht. Ja? Und unterm Kartendeck habe ich den Gehängten, meine Lieben. Also, es gilt hier noch. Hier oben ist schon aufgetaut. Und hier im unteren Bereich, das ist das Sakral und das Wurzelchakra, was hier noch aufgetaut werden möchte. Na, es kann durchaus sein, dass es ja auch um Verletzungen geht im Weiblichen, auch aus früheren Leben, wo es hier noch Wärme braucht, na, um das hier aufzutauen. Der Gehängte, das ist ja so eine Karte, die dir Stagnation präsentiert, aber diese Stagnation wird dir vom Universum präsentiert, damit du in die Stille gehst und dir Gedanken machst, nicht nur, was ist denn hier los, sondern was ist denn bei mir los? Na? Und dann kann man die Karte umdrehen und man sieht die Dinge aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Sicht. Ne? Also, ihr Lieben, also alles das, was ich hier erzählt habe, kann auch auf euch zutreffen. Also schaut mal, ne, wo hier eure Ängste liegen, wo eure Schattenthemen liegen, wo ihr euch spiegelt. Und seid da mal ganz, ganz ehrlich mit euch. Gespräche von Herz zu Herz kannst du auch mit dir selber führen. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr das tut, das wird sich so verankern, eure Verbindung. Da geht kein Horn mehr dazwischen. Na? Also, es ist ja auch schön, wenn ihr miteinander arbeitet, wenn ihr miteinander euch auch die schlimmen Sachen anvertraut. Ne? Es muss ja nicht alles hingekracht werden, man kann das ja auch Stück für Stück, muss ja den anderen nicht überfordern. Ne? Aber wie gesagt, hier ehrlich auch auf deine Themen zu schauen, auf deine Ängste zu schauen, weil ich bei dir habe ich ja ganz, ganz viel Verlustängste. Ne? Also hier habe ich Freude, dass es endlich soweit ist, dass die Liebe endlich in deinem Leben ist, aber gleichzeitig auch wahnsinnige Ängste. Wahnsinnige Ängste, verletzt zu werden, verlassen zu werden, wieder zu leiden. Na? Und das darf gehen. Also dieses Leid hier darf gehen. Na? Und dafür braucht es dieses genaue Hinschauen. Wo sind denn noch meine blinden Flecken? Wo ist denn hier noch was Dunkles? Was möchte denn noch geheilt werden? Wo darf denn noch Emotionen reinkommen? Und dafür ist der Partner ja auch gut da. Also es gibt Menschen in der Familie, Menschen, mit denen du in einer Partnerschaft bist, deine Kinder und Tiere. Das sind Menschen, die dir sehr, sehr gut deine Themen spiegeln können. Und das merkst du daran, wenn du
ungehalten reagierst oder wenn dir irgendwas gegen den Strich geht und du fährst hoch emotional und powerst sofort los, dann darfst du dir sicher sein, dort ist irgendwas, was du in dir bearbeiten darfst. Ja? Also, ihr Lieben, ich sehe, ihr seid alle auf einem guten Weg. Hier wird gearbeitet, hier geht's nach vorn. Na? Also, glaubt an die Liebe, glaubt an das Gute, glaubt vor allen Dingen an die Liebe in euch. Die ist da, das Licht ist da. Und dann manifestiert sich hier alles, nämlich in die Überfülle, ihr Lieben. Und ihr wisst, ich wünsche euch das. Ihr wisst, ich wünsche euch das von Herzen. Na? Und hier geht es in Gespräche. Also ihr könnt gar nicht anders, als ehrlich zu sein. Also lasst es raus. Na? Scheut euch nicht, schämt euch nicht. Jeder ist im Inneren ganz sensibel und zeigt das dem anderen einfach mal. Na? Zeigt euch echt und zeigt euch ehrlich. So, dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Über ein Abo würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Und wenn ihr unten dieses Glöckchen anklickt, dann erzählt euch YouTube auch sofort, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, ihr Lieben. So, dann wünsche ich euch noch eine ganz, ganz zauberhafte Zeit und wir sehen uns am Mittwoch wieder, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.